Oh, wir haben vergessen, den Heatstone abzulegen. Legen wir den mal dahin, nehmen den anderen Heatstone mit und holen uns mal weitere Hasen. Eigentlich würde ich ganz gerne Pigs in meiner Umgebung haben, um die Sanity hochzupumpen. Aber das funktioniert anscheinend gerade nicht, weil wir keine Pigs da haben. Das ist die beste Entschuldigung überhaupt. Die sind aggro. Verdammt, warum sind die aggro? Die Zeit, wo man mal an irgendwas drankommen kann und ich will nicht den Hasen da wieder reinsetzen. Als ob ich den freilassen würde. Also manchmal hat das Spiel wirklich, also Ideen, das ist unfassbar. Ich glaube, die Falle ist einfach kaputt. Wir können uns gerade keine neue bauen, weil wir keine Twigs dabei haben. Das ist schlecht. Wenn da hinten nichts mehr ist, dann haben wir jetzt erstmal auch genügend Hasen. Ich würde ganz gerne mal wissen, was wir im Winter eigentlich alles tun können, um Lebensmittel zu kriegen. Irgendwie wird es langsam schwierig, ne? Die Sachen gehen langsam aus. Wir haben noch Pinguine hier, die wir natürlich irgendwie rumscheuchen können, um uns mehr Eier zu holen. Ach, wir haben Eier dabei, richtig. Die sind natürlich auch noch in unserem Inventar. Tun wir die mal hier unten in die Kiste. Ne, ihr wisst, was ich mit Inventar meine. Ne? Kiste. Hasen kommen wie gewohnt in die Hasenkiste. Dafür gibt es ja eigene Werkstätten. Tja, Essen. Wir haben hier noch unsere Beerenbuschfarm, die im Winter auch hervorragend wächst. Kann man die vielleicht... Die sind alle eingefroren. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben 28 Tage, noch 9 Tage, bis der Winter vorbei ist. Kaum noch Essen. Und irgendwie müssen wir es schaffen, hier noch durchzukommen. Tja, ich weiß auch nicht. Irgendwie sollten wir uns mal überlegen, wie wir jetzt am schnellsten an Essen kommen. Wie viele Rocks haben wir denn noch? Dann können wir vielleicht mal die Rockwall anfangen. Refine. Ich würde einfach mal gerne sehen, wie viel das jetzt bringt, wenn wir aus 2 Steinen mal so eine Wand bauen. Structures. Wo ist denn die Rockwall, hm? Stonewall. Alchemie. Kann sie noch nicht mal so bauen, ja? Warum läuft... Ich habe da noch nicht mal dahin geklickt. Stonewall. So, 6 Stück kriegen wir dadurch. Ich würde sagen, wir fangen die Mauer mal hier so an. Versuchen die... Na, das hast du gut gemacht. Dafür kriegst du später dann noch Haue. Aber das machen wir, wenn die Zuschauer nicht mehr dabei sind. Ich glaube, wir brauchen ganz, ganz viele Steine. Morgen gehen wir Steine kloppen. Und zwar sowas von... Na gut, ein paar Mauern kriegen wir noch hin. 12 Stück, um genau zu sein. Können wir noch hier überall hinbauen. Repair, das ist ja auch praktisch. Falls sie mal kaputt sein sollte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man eine falsch gebaute Mauer wieder wegnehmen kann von dem Standort, wo man sie hingetan hat. Wäre aber ein bisschen blöd, wenn das nicht geht, oder? Lassen wir hier mal einen kleinen Spalt offen, damit wir... Huch! Ich wollte gar nicht so hoch bauen. Spiel, was machst du? This is quite secure, I do believe. I can repair this. Noch weiter, wie hoch sollen die denn werden? Freundchen, das haben wir aber nicht abgemacht, ne? Wir wollten nicht hier den Turmbau zu Babel nachspielen. Was haben wir hier noch? Beeren, die tue ich mal in die andere Kiste. Wir haben auch noch einen Pilz als Füllmaterial. Die wachsen anscheinend noch im Winter. Müsste dann doch mal hier so ein bisschen durch den Wald gehen, ne? Hier unten, ich bin mir nicht ganz sicher. Pilze werden, glaube ich, nicht auf der Karte angezeigt. Da werden wir dann einfach mal hier so rumgehen und Pilze suchen. Warum auch nicht? Mal sehen, ob wir da nur Pilze haben, die in der Nacht wachsen oder auch am Tag. Am Tag wäre schön, weil in der Nacht rumzulaufen ist ja immer etwas kritisch. Wenn wir am Feuer sind, können wir die Dinge auch mal wegtun. Vielleicht war ich auch ein bisschen übereifrig, da noch ein Ding direkt vor uns zu bauen. Die verbrauchen sich relativ langsam. Diese Earmuffs. Obwohl die schon ganz schön wären, die Pilze. Wenn wir immer 3 Pilze haben und einen Hasen, können wir uns da draus jedes Mal einmal Meatballs bauen. Und ich werde nochmal ganz kurz auf Pause schalten, um das Ganze nach
Sanity zu sortieren. Wir kriegen Sanity am meisten durch Honig. Das hatten wir ja letztes Mal schon rausgefunden. Dann kann man noch durch Früchte. Das kriegen wir jetzt im Winter eher wenig. Die meisten Sachen geben plus 5 und da zählen auch die Meatballs zu und ja. Das heißt, solange wir keinen Honig haben, gibt alles eigentlich plus 5. Das ist natürlich hervorragend. Können wir ganz viel essen, um unsere Sanity irgendwie hochzupumpen oder eben uns wieder einen Blumenkranz suchen. Ich weiß nicht, mit was man die Sanity sonst am Tag alles hochhalten kann. Ist etwas kritisch, weil wir im Moment im Winter sind und wir da höchstwahrscheinlich ganz wenig Zeug finden werden, um uns einen Blumenkranz zu bauen. Denn jeder weiß, im Winter wachsen Blumen nicht am besten. Das ist das Blöde daran und ja, wir können mal hier das Zeug wegtun, weil brauchen wir eh nicht. Die Kacke weg. Seeds, brauchen wir die gerade? Können wir auch mal hier in die Nahrungstruhe tun. Solange wir die im Winter jetzt nicht für was anderes brauchen, können wir die auch gerne kochen und dann dafür direkt als Nahrung benutzen. Die kann ich erstmal wegtun. Wir haben momentan recht viel Holz. Auch wenn es wieder zur Neige geht, muss ich dann doch gestehen. Dann gucken wir morgen erstmal nach Pilzen, um die Nahrung zu sichern und anschließend suchen wir dann nach Steinen. Beziehungsweise brauchen wir ja gar nicht zu suchen. Hier gibt es ja genug. Steine sind immer super. Mit Steinen kann man reden. Steine antworten einem nur meistens nicht. Aber das kann man sich ja ausdenken. Für besonders einsame Leute ist das normalerweise kein Problem. Die stellen sich das einfach vor. Die malen sich dann mit einem anderen Stein. Da muss man dann natürlich erstmal wieder einen finden. Ein Gesicht auf den anderen Stein. Und tun dann so, als könnte der Stein tatsächlich alles machen, was man so von einem Stein erwartet. Rumspringen wie ein kleines Rehchen und, ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Der Stein kann dann leben. Und zwar total gut. Bestimmt. Nicht? Doch. Aber mit Sicherheit. Ah, er hat nach der Uhrzeit mal nach der Uhrzeit ein bisschen geguckt. Ja, kurz noch einen Schluck Kaffee trinken und danach geht's weiter. So. Ich bin auch ein bisschen erschüttert, wie unglaublich gemein die Höhlen dann noch sind. Also wenn da überall diese Fledermäuse sind, die einen umkreisen und dann direkt fertig machen wollen, da möchte ich eigentlich nicht hin. Ich mag Fledermäuse dann nicht. Es gibt durchaus nettere Kreaturen, mit denen man reden kann. Und Fledermäuse gehören einfach dann nicht dazu. Die mag ich nicht. Muss man eigentlich nichts mit zu tun haben mit solchen Teilen. Ich habe mich sowieso schon immer gefragt, warum Mäuse unbedingt Fledern haben müssen. Aber gut. Haben sie sich wohl so mal überlegt und dann durchgesetzt in der Natur. Wahrscheinlich, weil sie dadurch fliegen konnten. Hätte ich die Möglichkeit zu fliegen durch Fledern, dann würde ich das auch tun. Hier ist irgendwas Gemeines. Der Bärenbusch ist anscheinend nicht mehr ganz auf unserer Seite. Und wir begeben uns jetzt auf die Suche nach Pilzen. Pilze. Und gucken mal, ob die überhaupt im Sommer wachsen. Winter. Im Sommer schon. Da bin ich mir ganz sicher. Holen wir uns mal ein paar Twigs noch mit dazu, wenn wir die gerade sehen. Wir hatten ja letztens auch ein bisschen Twig-Probleme, also wir hatten keine mehr. Das nenne ich dann Probleme. Leider keine Stäbchen mehr. Aber dafür sind wir ja gerade unterwegs, um auch mal vielleicht ein paar andere Sachen einzusammeln. Oh. Können wir direkt mal abmeinen, wenn das gerade in der Gegend ist. Oh, das geht aber schnell kaputt. Hat ja noch 9%, oder? Wow, das geht echt schnell kaputt. Kann man nicht anders sagen. Seeds nehmen wir mit, weil Essen. Und anscheinend gibt es hier wirklich sehr wenig Mushrooms zurzeit. Aber hier gibt es doch noch Blumen. Wir nehmen mal alle Blumen mit, die wir finden können. Im Winter gehen die Sachen ja auch nur halb schnell kaputt. Solange wir dann also Blumen kriegen, ist alles in Ordnung.
Also irgendwas stimmt mit Don't Starve nicht wirklich. Es ist zwischendurch echt am Ruckeln. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe Fraps auf 60 stehen. 60 Frames. Frames. 60 Fraps per Minute. Und deshalb dürfte das das Spiel nicht blocken. Und das Spiel hat zwischendurch immer so kleine Frame-Erhöhungen auf 60. Dann geht es wieder runter auf 30. Und das sieht man dann auch. Gut, für euch wird es keinen großen Unterschied machen, ob das jetzt 60 oder 30 ist, weil ich es eh auf 30 render und YouTube, glaube ich, auch nicht mehr darstellen kann. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob es mittlerweile nicht so weit ist. YouTube durchlebt ja momentan einiges an Verbesserungen und gut, manche bezeichnen es nicht als Verbesserungen, aber das, was YouTube mittlerweile kann, ist schon enorm. 5.1 Sound und so ein Zeug, das ist ganz cool. Doch, damit könnte man theoretisch eine lustige Soundkulisse erzeugen zu jedem Spiel. Habe ich aber noch nicht gemacht, weil 5.1 ist halt so... macht die Sounddatei so unglaublich groß und damit auch die ganze Videodatei und... habe ich keine Lust drauf. So lädt's schneller hoch. Je kleiner die Videodatei ist, desto besser. Obwohl ich das nicht auf Kosten der Qualität machen möchte. Also falls die Qualität mal nicht so ganz in Ordnung sein sollte, dann sagt ruhig mal Bescheid von Ton oder auch von dem Bild. Das macht nichts, ich kümmere mich dann drum. Wir sollten nicht mal allzu lange hier rumlaufen, weil es uns schon wieder kalt wird, aber wir haben ja schon einiges wieder an Steinen gesammelt. Damit lässt sich sicherlich ein kleiner Wall bauen. Dann gucken wir dann mal. Night will be here soon. Okay, jetzt wird spätestens Zeit, nach Hause zu laufen. Wir machen hier noch oben den Boulder kaputt. Wir haben ja noch Zeug dabei, um Feuer zu machen, falls es wirklich ganz nötig sein sollte. Ein bisschen Gold kriegen wir auch noch dazu. Ich finde auch ganz interessant, wie sich das Spiel insgesamt so verändert hat über die Zeit. Weil man ja damals mit dem Gold und auch als Science Machine immer Punkte generieren musste. Man hatte nicht von Anfang an die Möglichkeit, dann das Zeug zu craften, was die Punkte einem eben hergegeben haben. Was heißt Punkte? Eben die Rezepte einem hergegeben haben. Man hatte die Rezepte gar nicht direkt zur Auswahl. Man konnte die gegen Science Points eintauschen. Und diese Science Points hat man bekommen, indem man das, indem man da in die Science Machine Zeug reingefüllt hat. Wie zum Beispiel... einfach... Ja, was konnte man da reinfüllen? Zum Beispiel Gold. Und wenn man da Gold reingefüllt hat, hat man auch ziemlich viele Punkte bekommen. Dummerweise... damals war Gold sogar noch seltener. Mittlerweile geht's ja noch. Von der Seltenheit her. Und man braucht Gold ja auch nicht so häufig. Das, ist auf einem Level, was man absolut ertragen kann. Und deshalb will man sich auch nicht beschweren, aber damals war es eben so, dass man da auch alles mögliche andere reinfüllen konnte in diese Science Machine und vielleicht ab und zu dann doch mal in die Bedrulle kam, weil man eben keine Science Points generieren konnte. Es gab damals, glaube ich, auch noch nicht so viele Rezepte. Das Spiel hat ja auch schon relativ viele Phasen. Du sollst nicht immer die Dinger höher bauen. Relativ viele Phasen durchlebt. Ne, viele Updates kamen schon. Damals gab es auch noch keinen Winter. Und ich fühle mich gerade total verarscht, weil ich die Hälfte der... Ups. Falsche Taste. Weil ich die... Ah, das gibt's doch nicht. Weil ich die Hälfte... könntest du mal bitte ordentlich bauen? Ich hoffe mal für dich, da kommt jetzt keiner durch. Und wenn doch, dann gibt's richtig Ärger. Also langsam gehst du mir echt auf die Nerven. Vor allem, weil... Das gibt's... Was zum... Das kann doch wohl nicht wahr sein!